Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir das Kraftwerk neu gestartet, wir haben es eingenommen und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir es in Betrieb nehmen. Und ich glaube, ich musste einen Fusionskern reintun. Wir haben noch ungefähr ein Zehntel von einem Fusionskern, das heißt 10%. Es ist nicht wirklich viel, aber wenn man dadurch das Ganze zum Laufen bringt und wir dadurch mehr Fusionskerne bekommen, ansonsten müssen wir nochmal nach Hause Fusionskerne holen und dann wieder herkommen. Ja, das kann was werden. Was ist denn so laut hier? Oh, ich dachte, das wäre der Ausgang. Ach nee, das ist das Kühlsystem. Ach, ich verstehe. Ah, okay. Wir sind jetzt draußen. Hier könnten überall Leute sein. Gucken wir mal. Oh, ich habe noch zwei Fusionskerne. Hallo? Kann nichts reintun. Oh doch. Nee, kann ich nicht. Hä? Okay, ich hätte schwören können, man muss einen Fusionskern reintun. Aber wir haben doch zwei. Wieso haben wir zwei Fusionskerne? Wir haben hier doch nur einen. Ach, wir haben einen zusätzlichen. Alles klar, okay. Mit Strom versorgen. Poseidon Stromkasten. Oh. Okay, das heißt, wir bauen jetzt einen Generator, einen großen. Hier hin. Und dann kommen da Fusionskerne raus. Okay. Irgendwie so. Und wo ist der Rest, der hier produziert wird? Hier kann ich auf jeden Fall gleich meinen Schrott reintun. Alle Gebäude reparieren. Okay, ich würde sehr gerne meine armen Ressourcen, ey. Ah. Was ist denn? Produziert Strom. Mineralienreaktor, nukleares Material, Blei. Blei kann man hier auch herstellen. Ah, Gegenstand kann nicht platziert werden. Dieses Teil muss an einem bestehenden Teil eingerastet werden. Ah, okay, weiß ich Bescheid. Betonreaktor, Aluminium. Okay, das heißt, wir brauchen so ein Ding, wo wir das dann Ganze hinstellen. Produziert 8 die Stunde. 8 Fusionskerne? Und ist fast fertig, oder was? Ich weiß es, ich habe das noch nie gemacht, also, Ich hoffe nur, es kommt hier keiner und schießt mich ab. Das wäre ein bisschen ungünstig. Oh, Platz 7, damit kann ich leben. Da ist Platz 1. Olk ist Platz 1 mit Stufe 20. Alles klar. So. Was bedeutet jetzt das? Produziert 400 Strom. Aber wieso brauchen wir Strom, um Strom herzustellen? Keine Ahnung. Können wir das Ganze irgendwie beschleunigen? Benötigt Strom 100. Kann ich jetzt so ein Ding hier einfach mit darauf packen? So? Ich glaube nicht. Fusionskern.
Geil. Also rein theoretisch könnte ich jetzt ein bisschen abgammeln hier. Ne? Ein bisschen was produzieren. Alles auseinanderräumen. Und verteidigen gegen alles mögliche, was hierher kommt. Und dann Fusionskerne herstellen bis zum Gegner. Ja, guck mal, ein Wirtibird ist ja auch hier. Geile Sache. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Okay. Ne, ich will diese Ich werde hier auf... Bist du ein Mannequin? Ich weiß nicht, was du bist, aber ich schieße einfach mal. Ich möchte, dass hier gerade kein anderer Spieler herkommt. Das hat einen bestimmten Grund, und zwar möchte ich gucken. Raketen. Hey, verzieht euch Raketen. Ich hatte spezielle Granaten bekommen. Achso, ich bin Munition. Ha, 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 ha. Zero verarschen kann ich mich alleine. Wirtibird Signalgranate. Ein Damage. Ups. Ich verstehe, das kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Ach, guck mal, hier ist auch nochmal so ein Stromding ins Kirchens. Aber der hat Strom, ne? Produziert, ja. Das heißt, rein theoretisch... Moment. Kann ich hier so ein Ding hinbauen? Ich check's nicht. Wo baut man die Dinger denn hin? Egal, schauen wir uns hier weiter um. Gucken, was es hier gibt. Unser Typi da oben beschützt uns schon. Ist alles in Ordnung. Oh oh. Guck mal, da hinten ist einer gestorben. Und hier ist direkt eine Station in der Nähe, ne? Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, der zieht jetzt auf irgendwas. Also ich sehe hier niemanden. Obwohl da jemand gestorben ist. Um genau zu sein, da. Nicht, dass er von den Bergen kommt. Ich werde hier auf jeden Fall jetzt ein bisschen chillen. Wenn was passiert, schneide ich das einfach mit rein. Und ansonsten produziere ich einfach mal ein paar Ressourcen. Und gucke mich mal um, wie das Ganze hier funktioniert. Platz 1 ist hier. Okay, Leute. Aufgepasst. Muss genau da hinten sein. Am Bahnhof. Ich bin schön aufgeregt. Kommt in meine Richtung. Nicht dein Ernst, Mann. Ich muss mich um die Basis kümmern.
Ich glaube nicht. Ist das dein Ernst, dass du da rumchillst? Bist du stecken geblieben? Ich fass das nicht. Okay, Event abgeschlossen. Also, darf ich jetzt die Jagd auf die Spieler weiter aufnehmen? Mann, die waren vor meiner Nase. Ich habe sie gesehen. Was ist denn Bullshit? Wo sind die jetzt? Okay, die sind immer noch da hinten. Okay. Nehmen wir den Fusionskern hier mit. Drei Stück können da, glaube ich, maximal lagern. Und dann lagern wir sie hier ab. Und dann gehen wir und holen wir uns den ersten. Ich will diese Kronkorken haben. Um jeden Preis. Wobei, wenn ich drauf gehe, ich nichts bekomme. Weil die sind im Gebäude drin, oder? Ja. Und hier, Firmenhauptsitz, Thornwright Industries, sind die drin. Ich könnte vor der Tür warten, bis die rauskommen und dann einfach schießen. Oder ich gehe selber rein. Mann, wo sind die denn? Ich weiß gar nicht, ob die mich hören. Habe ich Sprachchat aus? Ich bin Platz 4. Warte, ich muss mal kurz... kann man das hier irgendwo sehen? Audio. Voice Chat. Wo sind die? Ich geh rein. Ich geh rein. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Es gibt ganz viele Kronkorkis. Okay, da oben waren sie noch nicht. Scheiße, der hat's auch noch überlebt. Kacke. Aber ich weiß, dass hier noch ein zweiter ist. Was? Hören, sehen. Ach, Oleg. Oleg, Oleg, Oleg. Danke fürs Geld. Okay, jetzt muss ich hier raus. Ja. Scheiße, wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss so schnell wie möglich nach Hause.
Oder zumindest zum Kraftwerk. Um das Zeug zu sichern. Aber ich bin jetzt leider Platz 3. Gut, dass ich die Rüstung angezogen habe. Der hat schon ganz schön Schaden gemacht. Jetzt muss ich das Zeug nur noch sichern. Dann gehört's mir. Aber ich glaube, ich werde nach Hause reisen. Obwohl, das kostet richtig viel Geld, ne? Nee, nach Hause reisen kostet gar nichts. Das ist der Plan. Nach Hause reisen, alles sichern. Und diejenigen, die jetzt zu mir laufen, können das dann knicken. Meine ersten Kills. Wer ist der Größte? Ich weiß ich nicht, aber momentan fühle ich mich als der Größte. Oh. Sichern wir erstmal alles und dann gehe ich zurück. So, Gegenstände verwerten. Haben wir denn viel von denen bekommen? Federung, ja, gut. Holz, ja, Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir nichts bekommen, außer Geld. Aber Geld stinkt nicht, wisst ihr ja. So, rein theoretisch kann ich jetzt hier hocken und gucken, wann mich einer sieht. Und dann eins verpassen. Also rein theoretisch, ja. Essen, Wasser. Ja gut, gucken wir mal hier runter. Ach, guck mal, Platz 2. Julski! Also sieht man sich wieder. Kann ich da schnell... Ich kann da schnell hinreisen. Oh, ist das gut. Das heißt, wenn man sich überall was sichert, dann kann man sich das hier sichern und da schnell hinreisen und so weiter und so fort. Blei. Aber wir können hier auch Blei herstellen. Oh, ich bin Platz 2. Tja, Julski. Es tut mir leid. Hey, er ist Platz 1. Achso, alles klar. Ja, gut. Machen wir ein bisschen Management und dann... Ach, guck mal, da hängt ein Voltbewohner auf dem Dach. Ich könnte rein theoretisch jetzt hier warten, bis einer herkommt. Vor allem die beiden könnten sich rächen. Ja, bis hier mal einer ankommt, ich glaube nicht, dass die Bock haben, hier hochzulaufen. Und wenn ich mich dann einfach wegteleportiere. Na gut, ich würde sagen, ich gehe zurück zum Luca-Kraftwerk und zum Kraftwerk. Und da warten wir auf unsere Feinde. Wobei, wenn wir uns jedes Mal hier teleportieren können, müssen wir gar nicht auf warten, ne? Ja komm, dann gucken wir, was wir noch sonst noch machen können. Vielleicht hier ein bisschen ausbauen sogar noch. Was war das? Wieso kam da gerade ein Alarmton? Ich will es gar nicht wissen. Alle Gebäude reparieren. Brauche ich nicht. Ich ganz ehrlich, brauche ich nicht. Ich möchte gerne... Wieso uns keiner darüber tun? Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Boah. Dann kommen wir ab und zu mal hierher. Ich meine, ich muss ja jetzt hier nicht campen. Scheuchen wir sie hin und her und gehen jetzt dahin. Stell dir vor, die haben sich gerade da zum Bahnhof teleportiert und haben Kronkorken ausgegeben und da teleportiere ich mich immer wieder weg. Erstklassig. Ich würde es geil finden.
Ich würde es geil finden, wenn sie sich zuerst hochteleportiert hätten und dann wieder runter. Aber vielleicht gibt es ja momentan keine Jäger, weil der war Stufe 20 und ist da rumgelaufen, ohne Powerrüstung und alles. Also ich denke mal, hier ist das recht friedlich. Außerdem sehen wir ja da oben links kaum jemanden sterben. Also ich denke, wir sind hier auf einem Server gelandet, wo alle quasi ihren Quests nachgehen. Alle sind lieb, es sei denn, sie sehen einen und dann töten sie dich. Weil solange wir anziehen sind, alles gut. Ach, ich wollte kochen. Ja gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich kurz kochen. Hier ist irgendwo wieder so ein Piepheinz, ne? Merkt das schon. So, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit beim Kraftwerk rumhänge, dann kann ich keine Folgen produzieren. Und dann hänge ich in der nächsten Woche da fest. Hab Probleme. Das wäre echt uncool. Ich weiß nicht, wo es piept, aber irgendwo piept's. Naja, kurz kochen, ne? So. Erstmal abgekochtes Wasser. Habe ich gekocht? Nee, habe ich nicht. Das wüsste ich aber. Oh, ich habe gekocht. Ich wusste es nicht. Na gut. Da können wir jetzt wirklich gehen. Komm, erleben wir ein paar Abenteuer. Da hinten ist noch der Riss. Da ist die Quest. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Gebäude da hinten. Gucken einfach mal, was da hinten so abgeht, ne? Falls mich jemand wirklich jagt, dann soll er schon ganz schön weit laufen. Ich finde das eine gute Idee. Oder an so einer Klippe siedeln, weißt du, und dann so bauen wie ich. Hallo, degenerierter Red Hirsch. Ach shit. Gib mir deine Erfahrung. 69 Erfahrung. Ich muss das ja auch nutzen, das ganze Erfahrungsding ins Kirchens. Alles klar, du willst einen Faustkampf? Bitteschön. Kriegst einen Faustkampf. Muss leiser machen. Hallo? Geh doch. Oh, da will noch jemand einen Faustkampf. Wie bei denen alles gewachsen ist. Zähne. Zähne? Was sind denn da? Ich weiß, dass die Zähne haben, so wie hier, ja, an den Seiten, aber doch nicht vorne. Oder? Ja, um das Gras abzubeißen, aber die sind jetzt nicht wirklich scharf. Ach, da ist der Piepheinz. Hey, Piepheinz. Hör auf zu piepen. Wird er nicht machen, ne? Da ist eine Werkstatt. Wieso sind die hier Level 14? Ja, ist gut, ich will was sehen. Spiel, bitte. 172 Erfahrung. Oh, das ist so. Oh. Geil. Bailey Familienhütte entdeckt. Oh, zwei. Was ist das? Was hast du denn alles dabei gehabt, Alter? Nehme ich alles. Das nehme ich auch alles. Lose Federung. Ich muss da auch so sichern. Leguan-Suppe. Eine kaputte Puppe, nee. Die will ich nicht haben. Wer will eine kaputte Puppe haben? Wahrscheinlich ihr. Weil das irgendwie wahrscheinlich OP ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte gerne sehen, was da hinten für eine Werkstatt ist. Die sieht nämlich sehr abgelegen aus. Und andere könnten dahin reisen. Oh, Airdrops-Anforderung.
Und es wäre ein bisschen blöd, wenn jemand da hinreist und mich überrascht. Also muss ich immer sehen können, wer hier hinreisen kann und wer nicht. War die nicht gerade da hinten? Nee, da hinten ist der Riss. Moment. Oh. So weit weg ist der Kollege da hinten nicht. Ne, muss ich glaube ich jetzt ein bisschen aufpassen. Das könnte einer sein, der halt gerne rumläuft und andere tötet. Wobei, Julski hat ja viel mehr Geld als ich, oder? Wie viel ist Julski wert? Steht da gar nicht, ne? Ah, steht nur, wenn jemand ein Kopfgeld drauf gesetzt hat, ja. Okay. Wie kommen wir da jetzt hoch? Bis zum Fick. Ist das eine Falle? Medex, Schwerrohrzange, Kaliber 50 Maschinengewehr. Okay, ist das jetzt kein einzigartiger Loot? Oh, finde ich geil. Hier mitten im Nirgendwo ist das Ding hier abgestürzt. Ist ja crazy. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man der Gejagte ist? Die wissen, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo die sind. Wenn die einmal auf mich schießen, wenn da so ein Krasser kommt und einmal auf mich schießt, dann ist vorbei. Halt, man kann doch hier bestimmt die Serverliste sehen, ne? Kürzlich. Team, Freunde. Ich glaube, das sind die. Ne, die sind alle offline. Hey, das ist ein Nero. Schaut er hier. Oh, Olk. Da guck mal. Also doch, das sind die, die gerade hier auf dem Server sind. Da ist die Werkstatt. Nee, das ist nicht. Das ist nicht die Werkstatt. Die Werkstatt ist noch ein Stück weiter hinten. Ich dachte, ich habe eine Powerrüstung gehört. Alles gut. Ach, ich habe den gehört. Aus dem Bild gekickt. Oh. Auskampf. Wieso du auch immer Patronen dabei hast, aber ich nehme sie gerne. So, was habt ihr hier aufgebaut? Was soll der ganze Scheiß? Musst du essen? Nehme ich immer gerne. Leeres Blutpaket, Eichhörnchenbissen. Maulwurfseintopf. Da fällt mir ein, wir müssen eigentlich mal wieder Redway benutzen. Ich möchte gerne so viel Leben haben, wie es geht. Haben wir verdünnt? Ja, easy. Jetzt ist da hinten auch noch eine Hütte. Aber ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Knallbeere. Der könnte mittlerweile schon längst hier sein. Mhm. Muss da ein bisschen aufpassen. Hier ist eine Werkstatt. Noch kann ich nichts sehen. Oder hier bauen, hier, an dieser Kante. Na gut, da springen die alle auf den Kopf. Hm, ist auch unschön. Was bist du denn für eine Plasmakartusche?
Munition? Kann man hier Munition herstellen? Essen, Wasser, Munition 1. Was ist denn Munition? Ist auf jeden Fall sehr still. Leichen. Offene Türen. Das gefällt mir nicht. Wieso liegt da eine Leiche? Der dürfte noch recht frisch sein, oder? Der hat sich ja noch nicht zersetzt. Normalerweise liegt dann da so ein Fleischhaufen. Ich hoffe, das warst du, Karton. Mach keinen Scheiß. Aber dadurch, dass ich immer rede, habe ich auch einen Nachteil, weil ich dann nichts höre. Es ist so gemein eigentlich. Ich kann nur hoffen, dass mich irgendjemand mal erschießt, damit ich erlöst bin. Dann verliere ich Kronkorken. Eigentlich muss man auf den Server gehen, so viele Leute umhauen wie möglich und dann wieder verschwinden, auf einen neuen Server gehen, damit man nicht auf Platz 1 landet. Oder man provoziert es und tötet dann die Leute von zu Hause aus. Könnte aber langweilig werden. So, soll ich die Werkstatt jetzt beanspruchen oder nicht? Weißt du was, ich mach's einfach mal. Ich guck mal, was diese Munition bedeutet. Das gefällt mir gar nicht. Vielleicht sollte ich keine Türen für andere öffnen. Vielleicht wäre das eine gute Idee. Umgerüstete Munitionfabrik. Okay. Große Schrauben, Bauplan, Lagerhaus-Set. Wo bin ich? Komm ich zurück? Okay. Gucken wir mal, was dieses Munitionsdingenskirchens bedeutet. Jetzt müssen wir das Ganze zum Laufen bringen. Du bist doch Munitionsdingenskirchens höchstwahrscheinlich, ne? Wo ist dein Strom? Versorge mit Strom. Okay. Ich möchte zuerst mal, zack, gucken. Munitionsfabrik. Gebaut 2 von 40. Okay, davon sind 2 hier. Benötigt 20 Strom. Das heißt, wir bauen 4 von den Generatoren? Ach, wo soll man die denn hinbauen? Aha. Kommt das von hier? Wie soll ich das denn machen mit 20 Strom? Hier ist doch so ein Stromding ins Kirchen, Hans-Dieter, ne? Produziert 10. Ach Gott. Ja, Mensch, dann verteidige ich das kurz. Aber ich habe es verstanden. Wir werden hier nicht unsere eigenen Stromdinger hinbauen, sondern nur Strom. Hier, Hans-Dieter. Dunkel, automatisch. Was wollte ich sagen? Stromanschlüsse werden wir nur machen. Na gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis hier mal was abgeht und so stark werden die Gegner wahrscheinlich auch nicht sein.
So, aber finde ich cool, dass ich meine Basis hier in der Nähe von der Munitionsfabrik habe. Ist ja gleich um die Ecke hier. Okay, wir werden nämlich Folgendes machen. Zack. Stromanschlüsse. Und dann werden wir die hier so durchführen. Und zack. Zack. So, dahin. Und dann dahin. Ja, easy, haben wir schon mal 10%. Oh. Hi. Ich bin hier. Was ist denn los mit euch? Jetzt kommt hier gleich ein anderer Spieler und tötet mich einfach. Das wär's. Aber ich habe so das Gefühl, dass keine Sau sich hierher bequemen würde, um mich zu töten. Ich meine, wer macht denn sowas? Extra ans, an den Arsch der Welt laufen. Ich würde es machen, ja, aber. Ich bin ja auch krank. Das zählt nicht. Ah, zum Glück nur eine Welle. Dann können wir weitermachen. Und ich sehe gerade, wir sind ein bisschen out of time. Das heißt, die nächsten 10 werden wir dann gleich machen. Ist der gerade hochgeklettert? Wie bist du denn da hochgekommen? Der ist einfach durch die Wand gegangen. Die kleine Potsau. Das war's aber noch nicht. Da ist noch mehr. Okay, wir können ja so lange den anderen Stromkasten suchen. Wenn ich ein Stromkasten wäre, dann wäre ich neben dem Radio. Rexviech. Ist hier irgendwas drin? Tür geht einfach auf. Ah, ich hab's gefunden. Ah, Munition, nehme ich gerne. Oh, Fury. Oh, Tischventilator. Oh, Munition. Oh, ein Brief. Floyds Notiz. Horace, diese Munitionsfabrik ist eine verdammte Goldmine. Wir haben ein paar Munitionskisten aufgeladen und schicken sie zurück zu der Farm in Harper's Ferry. Besorg uns doch ein paar zusätzliche Leute, damit wir das Gebäude sichern können, Floyd. Ja, es könnte eine Goldmine werden. Wenn dann alles funktioniert. Weißt du, ich wette, die Maurus-Ratten sind unter der Erde. Ja, wird der hier jetzt nicht. Erreiche Stufe 45. Das geht schnell. Das gefällt mir. Double XP Weekend for the win. So, wie komme ich jetzt zu dir? Bisschen Jump'n'Run. Zum Glück kenne ich mich aus damit, Spiele auszutricksen. Ja, komm zu mir. Und nimm das! Ah, noch ein Radio. Nein, bitte nicht. Ist raus. Floyd, schau dich mal in der alten Fabrik von Radia Ting King um. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie zur Munitionsfabrik umgebaut wurde. Um dem Arsenal der Freien Staaten täten ein paar zusätzliche Kugeln ganz gut. Geh bei der Aktion aber keine unnötigen Risiken ein. Du bist nämlich garantiert nicht der Einzige, der nach Munition sucht, Harris. Ja, glaube ich auch. Wo ist denn das Radio? Du bist nicht das Radio. Waschen kann ich mich alleine. Wie viele Radios haben die denn hier versteckt? Schaltkreise, überschüssige Säure, Redway. Ba, 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 ba. Das ist von, wie ist es? 50 erste Dates? 30 erste Dates? Irgendwie so ähnlich. Der Titelsong. Die fand ich aber ganz geil, den Titelsong. Die Serie oder der Film, der war ganz okay. Ja. Nicht die krasseste Schissel aller Zeiten, aber okay.
Ach, guck mal an, was haben wir denn hier? Elektrizität, die nicht funktioniert. Geil. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir kurz hin und her reisen. Wir werden nämlich unsere Fusionskerne holen. Und vorher werden wir aber die Fabrik hier zum Laufen bringen. Ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.